10. August 1628, dem Tag der Jungfernfahrt, sank das königliche Kriegsschiff Vasa bei ruhiger See nach nur 1300 Metern Fahrt, noch im Stockholmer Hafen. Was da 100 Meter vor der Südspitze Djurgårdens unterging und 50 Menschen in den Tod riss, war der Stolz der Seemacht Schweden. Damals konnten nur die Kanonen geborgen werden. Erst 1956 führte die hartnäckige Suche eines Meeresarchäologen zur Wiederentdeckung der Vasa. Auf die schwierige Bergung folgten 17 Jahre Restaurierungsarbeiten und im Juni 1990 wurde das populärste Museum der Stadt Stockholm eröffnet, nur knapp eine Seemeile vom Schauplatz der Katastrophe entfernt. Im Jahr 1628 galt die Vasa als das mächtigste Schiff der Welt. Sie konnte 64 Kanonen, 300 Soldaten und insgesamt 450 Mann Besatzung an Bord nehmen. Die Vasa war sowohl für den traditionellen Nahkampf als auch für Artilleriegefechte ausgerüstet.